Oh. Warte. Jo, meine Kollegen, und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Battle Minecraft. Kurze Marcel, Ansage Mensch, von Domse. Wo bist du? Ich bin hinterm Baum. Ich bin auf der anderen Seite vom Baum. Siehst du mich? Nö, du musst einmal um den Baum rum. Um welchen Baum denn? Ich weiß doch gar nicht mehr, wo ich bin, weil es letzte Folge so geleckt hat. Ja, du bist hinter mir ausgeloggt, warte. Gib mir deine Koordinaten. Da hinten sind die Gegner. Das sind zwei Stück. Mit denen haben wir abgesprochen. Hier, komm, geradeaus. Hast du ein Cape? Nein! Dann bist das sind du die das Gegner, nicht. Die du siehst. Plus 187, plus 519 und 36. Plus 187 und plus 509. Alter, das ganze Gebiet leckt hier. Das liegt an dem Gebiet, diese Leckerei. Plus 519. Das liegt echt an dem Gebiet. Also, ja, jetzt sehe ich dich vom Namen her. Okay, lass hier direkt eine versteckte Kiste bauen und so Sachen ablegen und die dann verfolgen. Weil wir haben gerade mit denen abgesprochen, durch die Lecks, da wir halt so Lecks haben, lassen die uns jetzt gerade in Ruhe erstmal und die gehen dann ihre Wege. Weil die hatten auch irgendwie so Lecks, also die verstehen das absolut. So, machst du da eine Kiste rein? Ich mach gerade schon mal einen Waypoint. Und vielen Dank für die Kommentare. Wir haben es total vergessen, wir haben in dieser einen Höhle ja noch diese eine hinter das Moonstone versteckte Kiste mit dem ganzen Eisen gemacht, Marcel. Ja, selbst wenn wir nochmal sterben müssten, haben wir da das ganze Eisen drin. So, dann gebe ich hier wirklich jetzt mal alles rein, was irgendwie wichtig ist, außer Waffen und Essen. Ich habe gar nichts mehr zu essen, irgendwie. Okay, dann nimm dir das vom Pork Chop daraus und jetzt lass die direkt verfolgen. Ja, ich dachte echt, dass die noch nicht, die warten jetzt irgendwie voll auf uns, voll lustig. Die wollten okay, auf jeden Fall verschwinden, weil das unfair wäre. Genau, und wir verfolgen die jetzt einfach. Auf geht's, auf verfolgen. Die waren irgendwo hier hinten, ne? Mein Schwert ist fast down. Kann ich mir noch ein. Hast du noch ein Eisenschwert, was heil ist? Nein. Ich hatte die doch letztens zwei gemacht. Scheiße. Es ist scheißegal jetzt. Das muss es aushalten, den Kampf gegen die beiden. Falls wir jetzt tatsächlich gegen die kämpfen. Kann ja auch sein, dass die jetzt schon über alle Berge weg sind. Über alle Berge. Oh, hinweg. Yeah. Da hinten ist ja unser verbranntes Dings. Bist du. Ja, du bist ich hier. Bin okay. Directly behind you, my friend. Mega aufpassen, weil ich habe echt keine Ahnung, wohin die lang gerannt sind. Die waren eben noch hier auf dieser Höhe. Ungefähr. Ja, ich weiß, ich habe es ja auch gesehen. Und dann sind sie weiter weggelaufen. Irgendwie. Aber die sind bestimmt in Richtung offenes Feld oder so, schätze ich mal. Kann ich dir leider nicht sagen. Oh. Also die werden da sind sie, ich sehe sie vom Namen. Die sind bei dem Cobblestone. Bist du hinter mir? Ich bin. Hä, wo bist du hin? Ach, da, ja, ich bin hinter dir. Ja, okay, sie sind beim Cobblestone. Sie sehen uns aber. Die rennen uns. Weg. Ja, die rennen weg. Ess jetzt nochmal eine Pilzsuppe. Ich hab grad meine letzte gegessen. Ich habe jetzt nur noch diesen scheiß Raw Pork Chop. Ja, egal. Friss es, die rennen weg, die sind echt nicht stark, wie du gesagt hast. Richtig geil. So. Die wissen jetzt nämlich auch schon, dass wir die angreifen. Bist du neben mir oder bist du voll weit hinten? Ich bin einen halben Kilometer hinter dir. Okay, ich attackiere jetzt beide. Digga, ich muss alle 3 Meter essen, Digga. Ja, ist gut. So, ich lade jetzt einmal nach. Und dann lass jetzt gleich zusammen auf einen drauf gehen. Der linke hat 3 Hits von mir kassiert. Scheiße, den treffe ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe auch gleich gar keinen Schuss mehr. Lass mal wirklich einen fokussen. Ja. Fokussen. Puh, ich bin echt, jetzt sind wir die mal zurückschlagen. Okay, du musst schon wieder essen. LOL! Der hat sich teleportiert mit der Enderperle oder so. Der ist eben einfach verschwunden. Ich sehe den nicht mehr. Der ist da links, verschwunden. Links vom Baum. Jetzt unterm Baum, jetzt sind sie hier unten im Wasser. Die sind in der Höhle, ne? Unter uns. Ich esse jetzt mein letztes Essen. Oh. Warte. Scheiße. Ich greif den hier an. Fuck. Ich hab keine Munition mehr. Ich glaube, ich sterbe jetzt gleich durch einen Mob. Scheiße! Geh mit dem Schwert auf die. Schnell. Geh bloß schnell drauf auf die. Du musst die jetzt beide killen, Marcel. Ich setz alles in dich. Ja, ich komm hier nicht weg. Das ist scheiß Wasser. Nee, ich bin so gut wie tot. Ich hab noch ein halbes Leben und ich rack nicht. Scheiße! Oh. Scheiße. Ich muss was essen. Ich kann mich nicht regenerieren. Ich kann nicht raggen. Du kriegst das hin. Ich vertraue vollkommen in dich. So, jetzt rack ich wieder. Oh. Du packst es. Ich hatte dem einen voll gut gehittet, glaube ich.
Nur jetzt, blöd ist, jetzt, dass er im Wasser war, dass ich den nicht mehr hitten konnte. Ja, beide waren im Wasser. Ich konnte halt nicht einen von beiden, treffen. Weil wir hatten keine Muni mehr. Ich habe wieder ein bisschen Leben. Ich weiß jetzt nicht, wo du hin bist. Ich bin tot. Haben wir nur 4 Leben? Ich dachte, wir haben 6 Leben pro Team. Wir hatten jetzt nur noch 4. Jetzt haben wir nur noch 3, weil ich von dem gekillt wurde. Und wenn du stirbst, haben wir noch 2. Ja, aber dann ist doch alles gut. Dann kannst du ja respawnen und zur Base laufen. Ja, bin ich doch. Ich versuche jetzt schnell zu der Kiste. Oder soll ich gerade zum Deathpoint und versuchen Sachen aufzunehmen? Oh, sie haben mich mit dem Bogen getroffen. Ah, scheiße. Ich habe halt blöderweise kein Essen. Aber ich komme jetzt trotzdem einfach schnell angerannt. Ich habe gar kein Essen, ich habe gar nichts. Die dürfen mich ja nicht angreifen wegen der 10 Minuten Schutzzeit. Die Regeln haben die ja gemacht und nicht ich. Au. Jetzt kann ich nicht mehr rennen, weil ich kein Essen mehr habe. Scheiße. Wie weit ist es denn noch? Du hast alles Pogchop mitgenommen aus der Kiste? Ja. Fuck. Die sind immer noch hinter mir und ich habe einfach kein Essen. Ja, ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Und ich kann mich nicht mehr regenerieren. Also nicht mehr rennen. Ja, verstehe ich vollkommen. Die haben wahrscheinlich schon wieder volles Leben, die Dudes. Das glaube ich auch, ja. Scheiße, das hätte so gut klappen können. Vielen Dank übrigens auch für die Kommentare. Voll viele haben geschrieben, dass wir uns eine MP44 machen sollen, weil das die statistisch beste Waffe ist. Haben wir leider viel zu spät gesehen, weil wir im Voraus aufgenommen haben. Das sind jetzt die Thompsons. Ja, Alter, er hat mich mit 2 Hits Fuck. Hat er mich komplett totgehauen. Mit 2. Die hatten ein Diamantschwert, ne? Das Schwert war... Nee, nicht... Das war ein Eisenschwert verzaubert, aber keine Ahnung. Okay, aber der eine hatte ein Dia-Schwert. Ja, das weiß ich. So, ich versuche jetzt da ganz schnell hinzurennen und zumindest noch Sachen aufzusammeln. Sollte ja wohl irgendwie noch gehen. Ja, unsere Base können wir auch vergessen. Ja, das ist sowieso. Digga, er hat 2 Hits. Gelaufen, wir haben immer noch 2 Leben. Wir haben immer noch 2 Leben, Junge. Wir müssen einfach mal länger farmen. Wir brauchen mehr Essen, wir brauchen mehr Eisen. Nein, wir brauchen einfach Schwarzpulver. Mit Schwarzpulver können wir alles mit gewinnen. Schwarzpulver holen wir jetzt eine Bazooka. Junge, hätten wir jetzt eine Bazooka gehabt, die wären tot, die wären weg gewesen. Die wären einfach weg. Ich renne jetzt zu unserer Base, ne? Ja, ich bin jetzt gerade im Deathpoint. Ich habe zumindest schon mal ein bisschen Rüstung wieder. Ich habe die Thompson wieder, aber ohne Ammo. Cool. Egal. Immerhin was, auf jeden Fall noch was, das ja. Wir schon waren. Und die Waffenbox, die ist in der versteckten Kiste. Wo haben die dich denn gekillt? Ich war irgendwie beim Naga. Ich weiß nicht ganz genau, wo ich gestorben bin. Beim Naga, okay. Aber dann weiß ich das auch nicht. Dann gehe ich jetzt zu dieser versteckten Kiste und hol da die Waffenbox raus und dann gehe ich zu unserer verlorenen Base. Ja, ja, ich dann würde ich sagen, werden wir ab jetzt einfach wirklich Schwarzpulver farmen ohne Ende. Ja, weil das ist die einzige Wahl, die wir haben, ne? Ja. Weil Diamanten haben wir auch noch nicht gefunden und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, die ganze Zeit nach Diamanten zu suchen, weil das einfach mega langweilig ist. Ich bin dafür, wir... Ja, wenn wir eh in Höhlen sind, dann bietet sich das natürlich an, dass wir das alles in einem Rutsch dann machen. Aber ich habe noch nie Diamanten gesehen. Du musst die bestimmt einfach Strip-Minen die ganze Zeit und darauf habe ich halt echt keinen Bock auf Strip-Mining, weil das mega langweilig ist. Ja, ich denke mal, das kriegen wir auch hin. Okay. Muss nur jetzt auf dem Weg immer wieder irgendwas töten, weil ich echt null... genau, ja, bei mir hat einer in die Kommentare geschrieben, wie wir an Schwarzpulver kommen. Okay. Und zwar gibt es hier irgendwelche Viecher, die das droppen. Ich weiß leider jetzt nicht mehr genau, wie die hießen. Echt? Es gibt Viecher, die das droppen? Ja, die tun aber, glaube ich, ein bisschen weh. Erzähl mir mehr. Ich kann dir leider nicht mehr zu sagen. Ich muss das nachher nochmal gucken in den Kommentaren. Okay, du musst den Kommentar nochmal anschauen. Ja. Okay, verstehe ich. Ja. Okay, ich habe übrigens überlegt, wie wir das Ganze ein bisschen interessanter machen können. Es ist mir die Idee gekommen, dass Leute ja uns per Twitter Direct Message ihre Telefonnummer schicken können und wir rufen die während der Folge an und talken ein bisschen mit denen. Die können uns keine Direct Message schicken, solange wir denen nicht folgen auf Twitter. Sprich, man muss sich gegenseitig folgen. Also bei mir könnt ihr das, ich habe das nämlich nicht aktiviert gehabt. Bei mir sind, ich sehe 2. Kannst du einstellen. Und du siehst 2. Oh, scheiße. Aber du hast ja eh noch Protection Time. Ja, die können mir mal die Klöten lecken. Wenn die mich jetzt verfolgen, okay. Ne, dann ohne Witz, dann fahre ich zu denen und mies, ja. Finde die. Das wäre echt mies. Marcel? Ja? Wo sollen wir die neue Base machen? Weil ich renne jetzt hier gerade rum und ich habe halt lauter wertvollen Stuff in meinem Inventar. Digga, ich weiß gar nicht, wo unsere Base ist, Mann. Ich bin gerade, ich bin jetzt in so einer Höhle. Ich mache jetzt eine mobile Base. Oh, hier ist Eisen, sehr schön. wir looten jetzt alle Kisten, die wir haben. Also ja, die 2 Kisten, die wir haben. Und dann gehen wir in den Untergrund und dann verpissen wir uns erstmal, weil... Ja. Das bringt nichts, Dominik. Das bringt nichts. Wallah, Junge. Ich weiß.
Nee, keine Ahnung, aber vielleicht ist es, glaube ich, ein bisschen eine dumme Idee, wenn die uns ihre Telefonnummer schicken, weil stell dir vor, das ist nur eine Verarsche und es ist gar nicht deren Telefonnummer, dann rufen wir bei irgendeinem Typ an, der uns dann anzeigt. Ich glaube, das ist eine dumme Idee, das machen wir lieber nicht. Das machen wir lieber nicht. Ja, das ist echt eine dumme Idee. War nicht zu Ende gedacht, sorry Leute. Ich bin beim Lager. Bei welchem Lager? Naga, bei der Schlange. Naga, okay. Soll ich dir meine Koordinaten geben? Ich renne jetzt zu unserer Base, zu unserer. Ich versuche die Küste noch zu looten und dann würde ich zu dir kommen. Okay, und ich brenne jetzt hier gerade mal ein wenig Food, ganz bisschen, baue das Eisen ab und das Team Rot hat sich bis jetzt noch komplett rausgehalten. Ach nee, haben sie gar nicht, die sind ja einmal gestorben. Die sind gestorben. Also momentan ist Team Grün echt das stärkste Team, so wie es aussieht. Ja, auf jeden Fall. Wie viele Waffen hast du? Ein oder zwei? Ach nee, ich hatte ja meine noch. Ich habe nur eine Thompson leider. Ja, ich hatte keine Munition mehr irgendwann, deswegen hatte ich das Problem eben. Ja, ist echt. Ich bin dafür, wir machen jetzt wirklich die MP44, so wie uns das alle Leute geraten haben. Weil wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, in den Battles hatte ich bisher eigentlich auch immer die MP44 und irgendwie ist es immer gut gegangen mit der MP44. Und dazu also brauchen wir noch die einen Bogen mit Pfeilen, definitiv. Das ist noch ganz wichtig, weil so viel Munition werden wir nicht kriegen. Nee, aber Bazooka wäre echt... Ist das hier die ganze Lava bei unserer alten... Haha, ja. Jetzt überall Cobblestone, wie geil! Ja, das war die Lava mit dem Wasser, das ich dann runtergelassen habe. Also hier ist auf jeden Fall schon mal eine Crafting... Okay, dann komme ich jetzt auch zu der Base. So, ich habe noch 9 Gold in unserer Box, ganz viel Holz, Crafting. Echt? 9 Gold? Cool. Ja, 11 Weed, Flint habe ich noch, Leder habe ich noch, Slimeball, Glowstone und Gold Nugget nehme ich auch nochmal mit. Als genug Holz und 20 Rotten Flesh, das reicht ja erstmal. So, okay. Dann machen wir mir erstmal hier Sticks. Oh ja, Marcel. Okay, daraus kann man keine Sticks machen. Woraus kann man keine Sticks machen? Bin ich besoffen? Muss das Holz erstmal verarbeiten, oder was? Ach ja. Ich hab grad vergessen, das Holz zu verarbeiten, Mann, ey, wenn du braindead bist. Ja, mir hat auch so einer in die Kommentare geschrieben, irgendwie, der hat das bestimmt total ironisch gemeint. Leute, Ironie in Kommentaren kommt nicht gut, wenn ihr keine krassen Emojis oder so benutzt oder nicht total übertreibt. Ist so. Der meinte irgendwie so, ja, ich bin voll der Minecraft-Pro, ich stack, es macht voll Sinn, dass ich das Essen nicht aufteile in zwei verschiedene Stacks. Also der wollte irgendwie damit sagen, dass es schlauer ist, wenn ich dir nur das Schweinefleisch gebe und wenn ich nur das Hirschfleisch nehme, weil dann spart es Platz im Inventar. Aber wir hatten halt eh nicht so viel Fleisch von beiden Sorten, dass es irgendwie fair gewesen wäre, von daher scheiß drauf. Wo bist du jetzt genau? Ich habe jetzt ein bisschen Loot. Gerade Richtung, Ach, ich bin gerade auch bei der Cobblestone Base von uns beiden. Ja, ich kill jetzt hier gerade noch ein paar Tiere. Ja, ich seh dich, Bruder. Wallah, Junge. Ich habe 35 Eisen, damit kannst du dir gleich die Rüstung... Nice. Ja, und dann kann ich dir auch gleich hier noch ein bisschen essen. Dann gehen wir mal zu dieser anderen versteckten Kiste, wo ich den Waypoint noch hab. Die müssen wir sowieso abbauen, weil das nicht regelkonform ist. Ja, wir haben 3 Kisten. Die hier die andere habe ich schon gelootet eben. Ach so, gut. Ja, also haben wir nur noch... Ja, die hier, die ist regelkonform, die in unserer Base. Die ist absolut legal. Ja, klar. Achso, Federn für Pfeile brauche ich, ja. Alles gut. Ja, da sind sogar noch Federn in der Kiste. Oh ja, die kannst du mir auch noch geben. Sorry, hab mich verplant gerade. Das musst du selber holen, sorry. Achso, hast du nicht mehr... Gut, warte. Nehme ich mit sonst. Wie gesagt. So. Ach ja, Bone Meal nehme ich auch nochmal die Hälfte mit. Ja, nimm alles. Achso, nee, ich hab das Rotten Flesh. Esse ich die ganze Zeit. Kommt hier eh wieder her. So, ich mach dir mal einen Brustpanzer, bitte. Dann mach ich dir eine Hose. Ich mach für mich auch gleich eine Hose. Ich hab keine Hose an, oder? Gerade. Ich sehe deinen Pimmel. Ich mach mir noch Schuhe. Oh, du schmeißt dir alles hin. So. So, bitte. Also was richtig optimal wäre. Siehst du die Schuhe an? Ja. Da unten sind Schuhe. Also das Nonplusultra wäre jetzt, wenn wir die Base von den Gegnern finden würden. Ich habe ja noch den Waypoint. Ich habe ja noch den Waypoint und wir da in der versteckten Kiste den Verzauberungstisch finden würden. Das würde uns so einen Boost geben. Meinst du, das war deren Base? Die haben jetzt auch Diamonds. Naja, aber du lootest ja keine Höhle, gehst dann 120.000 Meter weiter und machst dann da die Base. Das ergibt ja keinen Sinn. Ach, du meinst da, wo wir das gesehen hatten? Ja, ich habe noch den Waypoint davon. Wo bist du? Ach, da unten. Ich warte immer noch auf das Gold, dass es fertig brennt. Ich habe noch 32 Leder, by the way. Komm mal her, ich gebe dir hier eine Iron Pickaxe. Ich kann dir genau ein Eisenschwert machen noch mit dem Eisen, was ich habe. Ja, perfekt, hab mal. So, bitte. Ist da wieder reingefallen. Sorry, das fällt halt einfach alles rein. Alles gut. So, okay. Dann lass uns jetzt mal bitte zu der anderen Kiste gehen. Jo. Ich weiß noch nicht, welcher Waypoint das ist. Das müsste der da sein. Ja, doch, die ist doch direkt hier, die Kiste. Genau, das war hier. Ach ja, wir waren ja gar nicht so weit weg. Wo der Eingang ist. Wo war denn der Eingang zu diesem ganzen Gedöns? Also, ja, hier ist es. Doch direkt. Der war mal drin. Haben die gemacht.
Dann war das... Vielleicht sind das sogar nicht mehr als 20 Blöcke. So, ich sneak mich jetzt auf jeden Fall mal. Ist das da in der Ecke gewesen? Ja, hier irgendwo unten ist die. Versteckt. Ich bin der Meinung, die war hier irgendwo. Nee, ich hab doch den Waypoint gemacht, Mensch, Marcel. Ich weiß doch genau, wo meine Kisten sind, die ich verstecke. Sorry, Mr. I know everything. Oh, hier ist so viel Eisen. Alter, 47 Eisen. Krass, Alter. Ja, Scheiße. Ja. Und noch 8 ungebratenes. So, dann... Lol. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Eisen? Wir haben leider keine Ink. Was ist... Ich habe einen Redcap-Goblin getötet. Ja, cool. Und hier ist eine Spinne. Ja, jetzt wollen wir nur noch die Viecher, die hier richtig krass das Schwarzpulver droppen. Dann können wir mit dem Eisen echt noch alles reißen. Ja, auf jeden Fall. Aber lass uns doch jetzt wieder erstmal hier abhauen und nochmal irgendwo anders versuchen. Ja, ich brenne gerade das Eisen noch und du musst dir jetzt bitte noch einen Helm machen. Oder ich mach dir gerade schnell einen. Ja, mach du mal bitte, ich habe gar kein Eisen hier bei mir. Und wir brauchen Inksacks für die deutsche Waffenbox. Okay. Und Bone Meal braucht man, glaube ich, auch. Bone Meal und Inksacks. Ich glaube, so, Inksacks werden wir nicht finden. Aber wir brauchen mehr Fleisch. Aber das war's auch schon mit der Folge. Wir sehen uns nächste Folge wieder, Leute. Jetzt werden wir alles rausreißen. Wir werden nicht rausgehen, bis wir nicht mindestens 5 Panzerfaust-Munitionsschuss haben und 50 Magazine für den EP44. Ciao. Yo, haut rein. Ciao.